Oh moin, ich war wieder mit Talisker am Wochenende unterwegs und wir wollten nach Helgoland segeln. Wir hatten ein 100 Meter langes Boot, sprich das sind 833 Scheiben Toast in einer Reihe. Und bevor wir aufs offene Meer raus wollten, habe ich dann erstmal das Beiboot gecheckt, also ob der Außenborder, ob sich das alles richtig bewegt, weil wir sind ja gleich auf dem offenen Meer. Ja, die wichtigsten Hardfacts zu Helgoland, es ist sehr schön, da wohnen nur 1500 Leute und es ist alles zollfrei. Die meisten haben sich dann direkt um die Segel und sowas gekümmert und ich habe erstmal gefrühstückt. So, hatten wir ruckzuck ein paar Knoten auf der Uhr und nach meinem ersten Talisker habe ich mir überlegt, ich gucke mir mal das ganze Boot richtig an. Aber ich muss schon sagen, ich finde es ziemlich beeindruckend, was man mit Windkraft so alles antreiben kann. Aber ich muss auch sagen, dass ich viel beeindruckender finde, dass ich auf diesem Schiff mit Gegenwind gerochen habe, dass sie irgendwo gekocht wird. Ja, und nach einer kleinen Stärkung wollte ich dann mal beim Kapitän vorbeigucken. Was hier heißt? Ja, dann ging richtig die Post ab und ich wollte natürlich richtig cool wirken neben dem Kapitän und habe erstmal geschaut, wie er da so steht, also links angelehnt. Das habe ich dann auch schnell gemacht. Ja, dann habe ich noch gesehen, dass er seine Beine so verschränkt hat. Wahrscheinlich, dass er mit einem Wellengang besser steht. Und das muss ich dann direkt auch machen. In der Hoffnung, dass ich da auch an den Knüppel darf. Und was soll ich sagen? Direkt umgesetzt. Oh, ich hatte dann alles im Griff. Und als alter Seefahrer, da kann man sich auch mal einen kleinen Spaß erlauben. Oh, und während ich dann oben die Segel eingeholt habe, gab es unter Deck einen Vortrag zu Parley. Parley arbeitet mit Talisker zusammen. Denn es ist ein großes Anliegen für die Whisky-Marke, den Ursprung, also das Meer, zu erhalten. Ja, und welche Herausforderungen und welche Erfolge es bisher dafür gab, hat uns die Fotografin dann einmal genauer geschildert. Ja, und dann sind wir auf Helgoland angekommen und ich wollte mir mein Zelt angucken, weil wir Glamping-Zelte hatten fürs Wochenende. Und was soll ich sagen, das war richtig schön. Da waren Betten drin, ein richtiger Fußboden, man konnte das aufwärmen. Also geil. Yes! Ja, dann ging es nochmal an eine Bar, dann habe ich mir alles nochmal angeguckt, war am Strand und das war es auch für den ersten Abend, denn am nächsten Morgen wollte ich richtig früh raus, um baden zu gehen. So angenehm. Oh, geil mit dem Wind und dem Regen. Das ist einfach super. Ja, also wie ihr gesehen habt, kann man dann den ganzen Tag rumrennen, richtig schöne Bilder einfangen und eine geile Zeit haben. Wir haben den letzten Abend dann noch mit einem richtig guten Essen ausklingen lassen. Ich glaube, ich esse zweimal im Jahr gut, das ist immer bei Talisker und Weihnachten bei Oma. Es war wieder ein richtig schönes Event. Danke, bis zum nächsten Mal und euch einen schönen Abend.